einfach in den Beinen. Es kribbelt ungemein. Was hast du gemacht? Du solltest gleich erscheinen. Auf dem Broadway in New York, der Geburtsstätte zahlreicher Musicals, wurde auch Nono Nanette vor 35 Jahren zum ersten Mal aufgeführt. Melodien wie Tea for Two wurden schnell zu Schlagern, bevor auch sie wieder in der Mottenkiste des Showgeschäfts verschwanden. Seit 3 Jahren läuft Nono Nanette wieder mit großem Erfolg in Amerika. Sehen und hören Sie nun einen Ausschnitt aus diesem Musical mit Manuela, einer neuen Manuela. Ihre Partner sind Herbert F. Schubert und die Damen und Herren unseres Starparaden-Balletts, Nono Nanette. Ich bin eine einfache Natur, denk wie jede andere Kreatur. Füg, was ich nicht mag, dass man mir tu, auch keinen anderen Menschen zu. Find ich ein Geschöpf in großer Not, gibt's für mich ein einziges Gebot. Ich reich ihm die Hand zur Hilfe und erklär, warum ich's tu. I want to be happy, doch ich bin nie happy, wenn nicht auch du glücklich bist. Es gibt nur ein Leben, doch nicht nur mein Leben Glück hat, wer das nie vergisst. Wenn du dich sorgst und der Himmel ist grau, mal ich in dir strahlend blau. I want to be happy, doch ich bin nie happy, wenn nicht auch du glücklich bist. Sowas je gesagt. Jeder hat sein eigenes Los beklagt. An den anderen zu denken und ihm gar etwas zu schenken, ist tabu. Es gibt so viel Glück auf dieser Welt, wenn davon ein Teil auf mich entfällt. Das nie vergisst.
Jetzt darfst du aber was trinken. Ja. Manuela, meine Damen und Herren, ist fast auf den Tag genau 10 Jahre alt. Ja. Das stimmt, denn vorher gab es ja nur ein Mädchen namens Doris. Richtig, ja. Und was war schuld? Schuld war nur der Bossa Nova. Das war dein erster Hit? Ja. Und kannst du dich noch an den Auftritt erinnern, an deinen ersten Auftritt? Ja, der erste große Auftritt war im Berliner Sportpalast. Und der erste kleine? Und der kleine, der war im Ufer-Eck, so ein kleiner Teenagerladen. Eine Kneipe? Ja, eine Kneipe, würde man sagen. Gibt's die noch? Nee, die gibt's nicht mehr. Dann bin ich dankbar. Das wäre nämlich Schleichwerbung gewesen. Aber für eine Kneipe kann man ruhig mal werben, ne? Manuela, du bist doch zum ersten Mal im Abendkleid, im Fernsehen. Ja, heute. Übrigens, Sie werden es gleich sehen, sehr schönen Kleid unserer Bühnen, unserer Kostümbildnerin Eva Maria Schröder. Sind die Minis alle verbannt? Nee, im Sommer hole ich sie wieder raus. Alle wieder? Ja, alle wieder. Ja? Ich weiß noch, wie du in der Starparade, in der ersten Starparade, das war am 9. März 1968 zum ersten Mal bei uns warst und dann sehr oft wieder mit dem Auftrittslied. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Das gilt übrigens heute noch. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Und du singst jetzt einen neuen Titel, Komm wieder, Manuela. Ja. Und wenn ich Komm wieder sage, dann meine ich das auch. Dankeschön. Komm wieder, Manuela. Vielen Dank. Vergesse ich dich, vielleicht vergesse ich dein Gesicht und sag nie mehr, komm wieder. Vielleicht hilft mir die Zeit, die beide eilt und Wunden heilt und sag nie mehr, komm wieder. Vielleicht find ich mein Glück bei einem anderen, der mich liebt. Wo finde ich dich wieder?